Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei TV Turing Würzburg. Nach den Klausuren und, wie es heißt, nach erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Wir haben einen kleinen Nachbesserungsbedarf aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes bezüglich des ZDFs. Also es betrifft nicht den Bayerischen Rundfunk, aber natürlich hat das Bundesverfassungsgericht klare Vorgaben gemacht, die einzuhalten sind. Einmal das Gebot der Staatsferne, das Gebot der Transparenz und das Gebot der Vielfalt. Und ich denke, dass wir in Bayern da bereits jetzt das quasi fast erfüllt haben. Wir haben 47 Mitglieder, glaube ich, im Medienrat. Davon sind 16 Parlamentarier. Das heißt, man hat knapp das Drittel gerissen, was das Bundesverfassungsgericht vorgibt. Da muss ein Stück weit nachjustiert werden. Wir haben im Prinzip drei Herausforderungen. Das eine ist, dass die Anzahl der direkt aus dem Staatsbereich entsandten Mitglieder der Rundfunk- und Aufsichtsräte, Medienräte, dass wir die begrenzen müssen. Das zweite ist, was wir machen müssen, dass wir die Rundfunkräte, die Medienräte auf der Höhe der Zeit ausgestalten. Und die dritte Herausforderung ist, dass wir gemeinsam einen Konsens schaffen hier im Bayerischen Landtag. Dazu war der Gesetzentwurf, den wir heute beraten haben, der erste Anstoß. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Nach einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Wir haben zu wenig Pflegekräfte. Das Thema Pflege ist insgesamt das große, ja, das Megathema dieser Legislatur. Man kann es ja bereits daran erkennen, dass unser Ministerpräsident ein extra Pflegeministerium installiert hat, weil man eben bewusst auch diese Menschen, die pflegebedürftig sind und auch die pflegenden Angehörigen besser unterstützen will. Und da ist schon viel auf den Weg gebracht und da werden wir weiterarbeiten. Und die Pflegeumlage, die Ausbildungsumlage in der Pflege, die wird kommen. Der wichtigste Punkt ist, dass wir die, die in der Pflege sind, das sind ja vor allem hauptsächlich die Frauen, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen, aber natürlich auch andere Familienmitglieder, dass wir die entlasten, dort wo es drauf ankommt. Dazu brauchen wir eine ausreichende Zahl an Tagespflege, auch Nachtpflege und auch Unterstützung in dem Bereich, der immer mehr zunimmt, nämlich für Demenzkranke. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Hier für Sie bei TV Turing Würzburg. Liebe Zuschauer, in der kommenden Woche, da sehen wir uns dann wieder zu Plenum TV.